würde ich sagen, legen wir los. Es haben sich doch Leute eingefunden, das freut mich, bei so einem breiten Programm. Ich habe mal nachgezählt, ich glaube 18 Veranstaltungen laufen gerade parallel. Vielen Dank, dass ihr zu unserer gekommen seid und herzlich willkommen auf der Bits und Bäume Konferenz. Für mich ist es die erste Veranstaltung im Rahmen der Konferenz, für euch wahrscheinlich auch. Wir haben uns vorgenommen, zu folgendem Thema heute eine Session zu machen, nämlich Digitalisierung gleich Dekarbonisierung und Demokratisierung, Energiegemeinschaften im Wandel. Worum wir uns also in der Session so ein bisschen kümmern wollen und welches Thema wir beleuchten wollen, ist nicht die Energie für die Digitalisierung, sondern die Digitalisierung in der Energiewirtschaft und für energetische Zwecke. Und vielleicht habt ihr schon so ein bisschen rausgelesen für diejenigen, die sich so ein bisschen mit dem Thema befassen. Dahinter stecken ein bisschen die 4Ds, die sogenannten, versteckt. Mit den 4Ds sind vor allen Dingen 4 große Trends im Energiesektor gemeint, die wir beobachten und die zu sogenannten disruptiven Veränderungen führen, die aktuell und hoffentlich auch noch weiter im Energiesystem zu einem dekarbonisierten Energiesystem führen. Da habe ich jetzt schon das erste D genannt, Dekarbonisierung, also der Wandel von großen fossilen Kraftwerken und auch fossilen Energieträgern hin zu Erneuerbaren. Das wäre das erste D. Das zweite wäre Dezentralisierung. Wenn wir erneuerbare Energien haben, wie PV-Anlagen oder auch Windkraftanlagen, dann sind das vor allem kleinere Anlagen, die dezentral verteilt sind und gar nicht mehr über die großen Infrastrukturen einspeisen, sondern eher dezentral und lokal Energieverbräuche bedienen. Das dritte, und jetzt muss ich mal aufpassen, weil eins geht mir oft flöten, ist Digitalisierung natürlich. Wie kriegen wir es also hin, diese entstehende Komplexität, die sich diese vielen Einspeiser, also die Windkraftanlagen, die PV-Anlagen und letztendlich auch die Verbraucher, die dazukommen und auch Speicher und viele andere Technologien, diese millionenfach dann im Energiesystem vernetzt vorhanden sind, wie bekommen wir es hin, die Komplexität, die dort hineinkommt, zu steuern, zu regulieren, zu managen. Und das letzte D, das ist die Demokratisierung, also die Frage, ob Machtverhältnisse dadurch sich auch ändern, durch diesen großen Wandel. Und das Thema Energiegemeinschaften kann das alles miteinander verbinden. Hier geht es also um eine organisatorische Frage, inwiefern Bürgerinnen und Bürger vor allen Dingen nicht nur Konsumenten sind, sondern auch zu sogenannten Prosumenten werden, also Energie auch produzieren und teilen in der Gemeinschaft vor Ort. Und das ist so diese Gemengelage, mit der wir uns heute befassen wollen. Also Digitalisierung, Demokratisierung, Dekarbonisierung und Digitalisierung. Wie führt das alles zusammen und ist da wirklich ein Nutzen hinter zu vermuten? Und dafür haben wir uns ein Programm zusammengestellt. Ich begrüße einmal kurz, mich habe ich noch gar nicht vorgestellt. Hannes Blum ist mein Name. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Ein Institut, das sich der sozialökologischen Transformation und der Erforschung, wie wir das machen können, verschrieben hat. Und bin dort seit 2018 und habe verschiedene Projekte momentan in der Bearbeitung, wo es vor allen Dingen um Digitalisierung im Energiebereich geht. Wir wollen gern euch einbinden, um mal zu horchen, wer sitzt hier eigentlich im Raum? Dazu haben wir eine kleine Slido-Umfrage vorbereitet. Also ihr könnt schon mal die Handys so langsam zücken, es geht gleich los. Und dann gehen wir über zu einem Input-Vortrag von meiner Kollegin Swantje zum Thema Digitalisierung für Energiegemeinschaften. Und dann haben wir tolle Gäste gewinnen können. Ihr habt es gesehen, vielleicht im Programm. Einmal haben wir Franziska Straten von der Naturstrom AG hier und Simon Bauer von Inno2Grid. Und Swantje und ich werden uns auch noch mit aufs Podium begeben. Und eigentlich hatten wir eine Fishbowl-Diskussion vorbereitet oder uns erdacht. Das wird, glaube ich, hier in dem Raum ein bisschen schwierig. Also die Idee dahinter ist eigentlich, ihr kommt auf die Bühne, setzt euch auf einen freien Stuhl. Ich glaube, weil es ein bisschen zu wuselig wird, machen wir es vielleicht doch per Handzeichen. Aber die Idee ist trotzdem, euch mit einzubinden, mit euren Fragen, die ihr habt. Und damit haben wir erstmal das Programm geklärt. Und dann gehen wir auch schon über zur Slido-Umfrage. Und hier ist einmal die Möglichkeit, mit dem QR-Code sich einzuloggen oder auch über den Zahlencode.
Jetzt kann ich parallel auf meinem Handy die Fragen freischalten. Okay, die meisten scheinen es hingekriegt zu haben. Dann lege ich mal los. Also genau, die erste Frage, um euch so ein bisschen abzuholen und einen Eindruck für uns zu bekommen, wer seid ihr eigentlich, wo fühlt ihr euch zu Hause? Ist es mehr das Thema Energie, ist es mehr das Thema Digitalisierung oder gar nichts von beiden? Das ist ja auch vollkommen legitim, einfach hier zu sitzen und mal zu horchen, was hat es damit auf sich? Okay, Digitalisierung liegt auch ein bisschen nah bei der Konferenz. Energie sind aber auch ein paar dabei, aber es sind auch einige mit dabei, ein gutes Drittel, die sagen, sie fühlen sich in keinem der Themen so richtig aufgehoben. Okay, gut, danke. Dann schalte ich einmal weiter zur nächsten Frage. Genau, Digitalisierung im Energiebereich. Hier geht es so ein bisschen um eine Haltungsfrage. Vielleicht auch mehr aus der Brille heraus, was vermutet ihr, was ist so euer Bauchgefühl? Sollte man das eher gezielt einsetzen für ganz bestimmte Sachen? Oder sagt ihr, nee, ich bin so ein richtig digital affiner und technikaffiner Mensch und weiß oder habe so das Bauchgefühl, umso mehr und schneller, desto besser. Und ich weiß, wir brauchen das auch im Energiebereich. Vielleicht denkt ihr aber auch, na, Low-Tech first, es gibt Ansätze, mit denen wir vielleicht doch relativ weit kommen, ohne dass wir gleich alles super smart machen müssen. Oder Digitalisierung am besten gar nicht. Finger weg davon, ist doch ein zu großes Risiko. Die ersten gehen schon wieder. Ganz unangenehm, jetzt hier auch noch ausgerufen zu werden. Na gut. 22 haben schon abgestimmt. Gezielt einsetzen. Okay, also keine super Technik-Enthusiasten sind wirklich mit dabei. Bei 4% können es auch nicht so viele sein. Low-Tech first sind aber doch ein paar, die sagen, okay, vielleicht kommt man doch schon relativ weit mit ein paar gezielten Ansätzen. Okay, vielen Dank. Dann haben wir noch eine letzte Frage. Nämlich so ein bisschen die Sorgenbrille, die wir jetzt einmal aufsetzen. Was sind dann vielleicht, wenn ihr an die Digitalisierung und in den Energiebereich denkt, was sind dann vielleicht die größten Sorgen, die ihr habt? Energie und Ressourcenverbrauch durch die Digitalisierung, Datenschutzsicherheit, Sicherheit des Energiesystems. Hier könnt ihr übrigens bis zu 4 Sachen anklicken. Digitale Teilhabe, Gerechtigkeit und Ethik, Datenschutz und Sicherheit, Closed Data sind jetzt so ein paar Worte. Vielleicht ist auch nicht alles abgedeckt, aber hier mal das Angebot, sich mit Sorgen zu äußern. Ja, da wandelt sich noch ein bisschen was. Robuste Antwort scheint Energie- und Ressourcenverbrauch zu sein. Das passt, mit dem haben wir uns nämlich auch mit dem Thema auseinandergesetzt und Zwanche wird uns gleich nochmal einen Input dazu geben. Sicherheit des Energiesystems. Also genau, ich habe es geschildert, viele Millionen Verbraucher, Erzeuger, Speicher, die im Energiesystem sind, Anfälligkeiten, die vielleicht entstehen, wenn wir das Ganze digital steuern wollen. Genau, Sicherheit des Energiesystems, Datenschutz und Sicherheit, Gerechtigkeit und Ethik. Okay, also ein recht gemischtes Bild über technische und so soziale und gesellschaftliche Fragen hinweg. Das ist spannend. In unserer Podiumsdiskussion können wir da gerne nochmal drauf eingehen, auch mit euren Fragen, die sich vielleicht hinter den Einschätzungen verstecken. Dann, genau, gehen wir zurück ins Programm. Und genau, wir haben uns gedacht, wir starten thematisch, um euch auch nochmal abzuholen mit einem Input von Zwanche. Zwanche ist eine Kollegin von mir am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Dort ist sie bereits seit 2013, habe ich gelesen, also sind jetzt schon fast 10 Jahre. Und akquiriert und leitet und führt Projekte zu Themen von Prosumern durch, Digitalisierung im Energiebereich auch. Sehr erfahrene Kollegin und was sie auch macht, ist eine Nachwuchsgruppe leiten. Das ist ein Forschungsformat vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und dort sind wir eine Gruppe von 7 Leuten, die zusammen zum Thema Polyzentrizität im Energiesystem forschen. Also ein neues Buzzword, das wir versuchen einzuführen. Aber die Idee ist sozusagen, wie kann es zu einer guten Governance kommen, wenn so viele Erzeuger, Verbraucher und so weiter eben halt im Energiesystem der Zukunft verortet sind. Und genau, sie
führt so ein bisschen zusammen, womit wir uns in den letzten Jahren beschäftigt haben. Und genau, vielen Dank, Svatje. Ja, gerne, Hannes. Herzlichen Willkommen auch von mir. Ich bleibe mal hier stehen, wo ich die Folien klicken kann. Ja, ich versuche mal ein bisschen alle abzuholen, alle zusammenzubringen. Das ist natürlich bei so einer breiten Konferenz immer ein bisschen herausfordernd, dass es nicht langweilig wird, aber auch gleichzeitig alle mitdiskutieren können. Vielleicht einmal aus unserer Sicht, warum braucht man überhaupt eine Digitalisierung im Energiesystem? Das beantwortet jetzt noch nicht die Frage, wie viel Digitalisierung, aber Hannes hat es gerade schon gesagt, wir haben immer mehr Energieanlagen im System, damit man, wenn man jetzt nicht so drinsteckt, vielleicht, dass man irgendwie eine Zahl im Kopf hat, im Jahr 2021 waren es schon 2,2 Millionen Solaranlagen und ca. 30.000 Windenergieanlagen an Land, die Offshore habe ich jetzt mal weggelassen. Das sind also ziemlich viele Anlagen, die auch alle, oder nicht alle, aber zum Teil unterschiedliche Ansatzpunkte haben, wie sie gesteuert werden oder eingebunden werden ins System. Dazu kommt noch, dass wir immer mehr eben die Sektoren Wärme und Mobilität elektrifizieren. Das ist ja auch in aller Munde. Wärmepumpen sind jetzt natürlich ein großes Thema, wenn der Gasmarkt so instabil ist und Elektromobilität schon länger jetzt ja. Und dazu kommt dann eben auch noch, dass die Erzeugung aus den erneuerbaren Energien, Sonne und Wind, eben anders ist als früher und sich nicht nach dem Verbrauch richtet und dadurch Erzeugung und Verbrauch von Energie oder von Strom insbesondere auseinanderfallen und dadurch irgendwas geregelt werden muss oder gespeichert. Und das führt dazu, dass das System auch mehr Flexibilität braucht, eben in Form von flexiblen Verbrauchern oder Speichern oder Power, sogenannte Power-to-X-Technologien. Also irgendwas muss man mit dem Strom machen, wenn er da ist, sozusagen. Am besten wird der Ausgleich zwischen Erzeugung und Verbrauch dann auch noch lokal erreicht, weil sonst braucht man immer mehr Stromnetze und das ist ein sehr schwieriges Thema, wo wir ganz weit hinterherhinken hinter dem Plan, weil das niemand so richtig will, dass in der Nähe Stromnetze gebaut werden. Man sieht also insgesamt ein relativ komplexes System, wo die Hoffnung ist, dass die Digitalisierung eben bei manchen Dingen hier unterstützen kann, das Ganze zu handeln. Ich habe jetzt mal ein paar Beispiele mitgebracht, wo Digitalisierung überall reinkommt im Energiesystem, weil es immer nicht so einfach ist, über Digitalisierung im Energiesystem zu sprechen, weil es eben an ganz vielen Stellen passiert mit ganz unterschiedlichen Wünschen heraus, was damit geregelt werden soll. Also zum Beispiel in der Erzeugung ist es eben die Einbindung dezentraler Anlagen. Es ist aber auch sowas wie Predictive Maintenance, also zum Beispiel vorher wissen durch eine KI, wann gehen welche Stromnetze kaputt oder müssen repariert werden oder wann muss ich eine Heizung austauschen, um da vielleicht die Lebensdauer eben nicht nach Klick 20 Jahren zu beenden, sondern dann, wann es gemacht wird. Eine Einsatzoptimierung, um eben zu gucken, was ist zum Beispiel der beste, die beste Möglichkeit, so einen Überschussstrom zu nutzen oder sogenannte virtuelle Kraftwerke, also zum Beispiel die verschiedenen Anlagen zusammenzubinden, sodass sie wie ein großes Kraftwerk funktionieren, um dann auf bestehende Systeme aufzusetzen. Im Bereich Handel, also ich habe das mal sortiert, für wem es auffällt, nach den klassischen Wertschöpfungsstufen im Energiesystem. Und das ist bei weitem keine vollständige Liste, ne? Das ist eher so, um mal nachzudenken. Im Handel sind es zum Beispiel Smart Markets oder Echtzeithandel. Also klassischerweise wurden eben, weil man Kraftwerke an- und abschalten konnte, wie man wollte, sehr langfristige Verträge gemacht, Stromverträge. Man kann aber auch sagen, okay, ich verkaufe meinen Strom dann, wenn er da ist. Dafür braucht man aber natürlich gewisse Daten auch, um das machen zu können. Peer-to-Peer-Handel, also wirklich von kleinen Erzeuger zu kleinen Verbraucher was zu machen. Auch Flexibilität handeln ist noch nicht machbar im Moment, also außer für die Netzbetreiber, aber immer wieder ein großes Thema oder auch Smart Mobility.
Dann haben wir den Netzbereich, also Smart Grids, das heißt die Digitalisierung der Netze, um dann auch zum Beispiel intelligente Ortsnetzstationen und sowas alles zu machen und eben auch die angebundenen Erzeuger, Verbraucher etc. Gut zu regeln. Eine digitalisierte Netzplanung, also eben, wie soll das Netz in der Zukunft aussehen? Und was da auch zugehört, ist halt, sind Smart Meter, also intelligente Zähler bei den Verbrauchern. Und im Vertrieb sind es zum Beispiel Eigenversorgungskonzepte oder ganz individuelle Tarif- und Abrechnungen. Also jetzt hat man, die Kilowattstunde kostet so und so viel. Aber natürlich kann man sich auch vorstellen, die Kilowattstunde kostet halt, wenn die Sonne scheint, weniger und in der Nacht mehr, je nachdem, wo man wohnt. Oder wenn ich an einem windreichen Standort wohne, eben wenn die Sonne scheint, mehr und wenn es windig ist, weniger. Und natürlich auch Energiemanagementsysteme. Also das hier ein paar Beispiele, an welchen Stellen überhaupt Digitalisierung eine Rolle spielt. Jetzt wollen wir uns hier aber eigentlich auf das Thema Energiegemeinschaften konzentrieren. Und deswegen habe ich nochmal mitgebracht, was ist denn eigentlich eine Energiegemeinschaft? Das ist im Deutschen jetzt rechtlich noch nicht festgelegt. Aber die EU hat das sozusagen, den Begriff Energy Communities, schon aufgenommen in ihren Regularien und hat sich auch dafür ausgesprochen, die zu fördern bzw. die nicht zu diskriminieren gegenüber anderen Formen. Und ich habe mal ein paar relevante Faktoren mitgebracht sozusagen, warum wir das oder Hannes das auch sozusagen unter dem Stichwort Demokratisierung ein bisschen nennt. Energiegemeinschaften müssen eigentlich frei, also die Teilnahme muss freiwillig sein, für alle offen und unabhängig. Und Energiegemeinschaften müssen im Besitz oder Kontrolle von Bürgerinnen, Kommunen oder teilweise noch kleinen lokalen Unternehmen sein. Ob es jetzt Besitz ist oder Kontrolle, das ist sozusagen ein bisschen noch nicht festgelegt. Und primäres Ziel darf eben keine Gewinnmaximierung sein, sondern muss ein ökologischer, ökonomischer und oder sozialer Mehrwert für diese Gemeinschaft sein. Die Tätigkeitsfelder sind dann aber wiederum relativ breit. Es kann alles Mögliche sein. Es kann also einfach der Besitz von Erzeugungsanlagen sein oder der Betrieb von Erzeugungsanlagen sein. Es kann aber auch der Vertrieb von Energie sein oder Energieberatung. Alles, was einem sozusagen einfällt. Größtes und historisches Beispiel in Deutschland sind da die Energiegenossenschaften, die da drunter fallen. Aber es kommen eben auch immer mehr neue Beispiele dazu, die nenne ich gleich noch. Warum ist jetzt eben auch für Energiegemeinschaften Digitalisierung interessant? Ich habe mal drei Herausforderungen aufgegriffen. Ich denke, in der Diskussion werden den beiden anderen auch noch andere einfallen. Das eine ist, das Energiesystem ist sehr komplex. Die Energiegemeinschaften alleine, wenn das jetzt eben Laien sind, also BürgerInnen, die nicht im Energiegeschäft drinstecken, dann ist es sehr schwer für die einzuschätzen, was ist überhaupt eine langfristig sinnvolle Investition oder was ist ein gutes Einsatzgebiet, in dem wir das machen können. Und da kann natürlich analoge Beratung helfen, aber es können beispielsweise auch Smart Grid Systeme helfen oder eben automatisierter Betrieb etc. Die zweite Herausforderung ist, dass die Anforderungen an aktive Teilnehmerinnen im Energiesystem sehr hoch sind. Also wenn ich aktiver Teilnehmer im Energiesystem werde, dann heißt es eigentlich ganz vereinfacht gesagt, dass ich sofort ein Energieversorgungsunternehmen bin und das hat sehr viele Pflichten, die zu erfüllen sind. Und das ist erstmal sehr viel und eigentlich eben dann auch nicht realisierbar so einfach. Da können aber auch eben, kann es Unterstützungsbedarf geben, aber da können zum Beispiel teilweise auch Dienstleister oder auch Plattformen oder Aggregatoren ansetzen und sozusagen da die Anforderungen übernehmen. Und das Dritte sind, dass auch die Anforderungen an die Mess- und Abrechnungssysteme immer höher werden. Gerade bei den komplexeren Energiegemeinschaftssystemen, also wo es nicht nur darum geht, dass wir jetzt gemeinsam eine Windenergieanlage besitzen, sondern eben auch, dass wir den Strom noch selber verbrauchen wollen. Da muss man eben sehr genau messen,
wer hat jetzt wie viel Strom eigentlich verbraucht, wie viel ist durchs öffentliche Netz gegangen, wie viel ist durch unser Arealnetz gegangen, das alles, auch das ist jetzt nicht so einfach zu machen für Energiegemeinschaften. Was sind jetzt aus unserer Sicht Modelle, die neu sind durch die Digitalisierung oder die nur schwer möglich sind ohne Digitalisierung? Das sind einmal Konzepte, die sozusagen in einem abgeschlossenen Raum sind, wie Mieterstrom, Arealnetz oder Microgrids, aus dem Grund, den ich eben genannt habe, nämlich diese ganze Mass- und Abrechnungssystematik, die nur schwer handelbar ist. Dann Crowd- und Quartierspeicher, also gemeinsame Nutzung sozusagen von Assets. Auch da eine Abrechnungsfrage, aber auch da dann eine sehr regulatorisch komplexe Frage, die dazu kommt, nämlich wann gehe ich eigentlich über das öffentliche Netz, wer nutzt welchen Strom, wie kann ich das gerecht gestalten etc. Dann der Peer-to-Peer-Handel, also ich habe auf meinem Dach eine PV-Anlage und möchte, dass meine Oma zum Beispiel diesen Strom nutzen kann und möchte den verkaufen, die wohnt aber im nächsten Ort und das lässt sich einfach nicht so einfach realisieren, ohne Hilfe, ohne irgendeine Art von Messtechnik und digitaler Unterstützung. Und das Letzte ist der Peer-to-Peer-Handel. Im Moment wird der auch, ist ein bisschen anders, aber vielleicht nehme ich das trotzdem da noch mit auf, unter Energy Sharing manchmal. Also ist sozusagen das ein bisschen größere Konzept. Da ist sozusagen nicht die Idee, dass ich mit einer Person, also ein Peer zu einem Peer handelt, sondern dass wir eine Gemeinschaft sind und untereinander sozusagen den Strom handeln. Aber eben nicht in so einem abgeschlossenen Raum wie beim Mieterstrom oder Arealnetzen. Und das Letzte sind virtuelle Kraftwerke oder Aggregatoren. Das heißt, ich gebe meine Anlage im Prinzip in die Steuerungshoheit einer externen Person, die dann, sagen wir mal, das Beste fürs System daraus holt. Das war jetzt der Überblick. Doch, ich habe noch ausreichend Zeit. Und was wir in einem Projekt mal gemacht haben fürs Umweltbundesamt, ist uns anzugucken an verschiedenen Fallbeispielen. Wenn ich jetzt die digitale Technik einbaue, wie viel Umweltbelastung entstehen dadurch eigentlich und was ist der Mehrwert fürs Energiesystem? Das war sozusagen erstmal die Fragestellung. Die ist leider nicht ganz einfach zu beantworten. Weil es jetzt nicht so die Methode gibt, also es gibt schon Methoden, aber keine, die jetzt so einfach anwendbar da ist. Und es ist auch das war unser Ziel, irgendwie wirklich quantitativ zu bewerten, aber da, wo es nicht möglich war, haben wir halt qualitativ bewertet. Und was wir gemacht haben, ist eben ein System, einen Anwendungsfall anzugucken. Ich werde hier gleich das Beispiel von dem Speicherpooling zeigen. Und wir haben uns dann einen Haushalt angeguckt, was ist, wenn bevor der sozusagen an dem Speicherpooling teilnimmt und die verglichen, was sich an der ökologischen Wirkung ändert, wenn der sozusagen daran teilnimmt. Also Dinge, die nicht Bestandteil dieser Veränderung sind, haben wir eben auch nicht bewertet. Genau. Was jetzt erstmal, um das einschätzen zu können, was kann man sich da alles angucken, was sind relevante Effekte, die da auftreten können? Das sind einmal aus Technologieperspektive einfach die Herstellung der digitalen Technik. Wenn ich zum Beispiel intelligente Zähler einbaue, dann müssen die erstmal hergestellt werden mit allen Rohstoffen, aller Energie, die für die Herstellung gebraucht wird. Auch mit der Energie, die dann im Betrieb gebraucht wird. Wir haben zusätzlich nochmal irgendeinen Datentransfer, Speicherung, Verarbeitung, die stattfindet. Es müssen vielleicht auch andere Geräte, Ferrariszähler zum Beispiel, die vorher in Nutzung war, frühzeitig entsorgt werden. Auf der Plusseite haben wir eben vielleicht eine verbesserte Effizienz oder auch den Ersatz von Material durch digitalen Produkten. Also das ist jetzt in den Fällen hier nicht so groß, aber zum Beispiel, wenn ich mir halt spare, dass jemand vor Ort hinfährt, sondern eben einfach durch digital auf das System gucken kann. Falsche Richtung. Was dann noch dazu kommt, sind
Effekte aus der Benutzerperspektive. Also zum Beispiel kann ich vielleicht Energie einsparen durch verändertes Nutzungsverhalten. Also wenn ich weiß, zum Beispiel wie viel Energie ich verbrauche oder wie viel ich gerade erzeuge selber und mich darauf anpasse, kann das sein, dass ich dadurch ein bisschen suffizienter wäre in meinem Verhalten. Aber auch der umgekehrte Effekt kann entstehen. Also es können eben auch Rebounds entstehen, dadurch, dass ich zum Beispiel manchmal dann gegen die Technik arbeite. Wenn also zum Beispiel die Heizungsanlage zum Beispiel runtergesteuert wird, weil das gerade sinnvoll ist, aber ich will es trotzdem warm haben, dann arbeite ich sozusagen gegen die Effizienz der Heizung in dem Fall. Und das Dritte sind Effekte, die sozusagen im System vorkommen sollen. Also was sozusagen, wenn man jetzt das Vorherige gehört hat, einer der Hauptaspekte ist, die wir eigentlich erreichen wollen durch die Digitalisierung im Energiesystem, nämlich zum Beispiel Veränderungen im Strommix, das heißt mehr erneuerbare Energien auf verschiedenen Märkten und weniger abgeregelte erneuerbare Energien und auch ein eingesparter Netzausbau. Und also wir haben uns insgesamt 5 Fallstudien angeguckt, aber ich habe jetzt hier mal eine mitgebracht, wo wir uns angeguckt haben, was ist, wenn man Solaranlagen, Batteriespeicher, also so wie es jetzt eigentlich, also mittlerweile wird mindestens jede zweite PV-Anlage mit einer Batterie immer verkauft und installiert. Und was ist, wenn ich diese Batterie, die eben nicht dauernd voll genutzt wird, sondern gerade eigentlich im Sommer tendenziell immer ein bisschen voll ist und im Winter tendenziell immer nicht ganz ausgenutzt wird, wenn ich die im Verbund nutze, um noch Ausgleichsenergie fürs Netz bereitzustellen oder eben Speicherkapazität fürs Netz bereitzustellen. Und das, wir müssen das Bild jetzt nicht ganz durchdringen, aber das erfordert halt eine gewisse digitale Technik, die dafür notwendig ist. Das heißt, wir brauchen zusätzlich eben eine Anbindung an den Rechenzentren, an die Server des Netzbetreibers oder des Anbieters dieser Solaranlagen Batteriespeicher. Also wer jetzt das genau ist, ist für die Umweltbewertung auch erstmal egal. Aber es braucht sozusagen Datentransfer in beide Richtungen, der irgendwie sichergestellt werden muss. Und meistens hängt das eben auch noch zusammen mit anderen Erzeugungsanlagen. Und hier jetzt kurz mal harte Fakten sozusagen, neben der ganzen Prosa. Wir haben uns eben angeguckt, das ist jetzt sozusagen für einen Haushalt wieder, der nimmt jetzt teil an diesem Speicherpooling. Und dann haben wir uns angeguckt, was bedeutet das jetzt erstmal an Belastung durch die eben Herstellung, Einbau, Betrieb der digitalen Technik. Und das kann man hier unterscheiden, eben zwischen der dunkelste Balken unten, das ist die Herstellung der digitalen Geräte und dann der Balken darüber, das ist dann die Energienutzung, also der Stromverbrauch, der währenddessen passiert und der oberste Balken ist der Energieverbrauch, der durch den Datentransfer entsteht. Und da das alles sehr schwer abzuschätzen ist mit der aktuellen Basis, weil es diese technischen Geräte, die dafür genutzt werden, man gar nicht so genau weiß, wie viel der einzelnen Stoffe da jetzt drin stecken zum Beispiel oder auch wie viel Strom die verbrauchen, sehr schwer abzuschätzen ist, weil als Beispiel die intelligenten Zähler, die in Deutschland verbaut werden und immer noch nicht im Rollout ist, die sehen in anderen Ländern ganz anders aus. Da gibt es aber Studien dazu, wie viel Strom die verbrauchen. Man weiß nicht genau, ob man das 1:1 übertragen kann. Deswegen hier eine Bandbreite. Man sieht, das liegt irgendwo zwischen 1 und 3 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Jahr. Und wenn man sich dann die Entlastung anguckt, auch die haben wir versucht abzuschätzen, also was kann dadurch erreicht werden als Entlastung beim Stromhandel, also auf dem Strommarkt, die positive Wirkung auf den Strommix. Da landet man bei einer Einsparung von so 170 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Jahr und primäre Leistung, das heißt das, was der Netzbetreiber braucht. Da ist eine Frage gleich. Zeige kurz alles auf der Folie, vielleicht erklärt sie sich dann, sonst können wir das gerne klären. Auf wie viel Energie? Nochmal, können Sie die Frage nochmal wiederholen? Auf welche Energie und
wie viel? Nee, genau, das ist jetzt für einen Haushalt nur. Genau, das ist sozusagen das, was jeder Haushalt schaffen könnte. Genau. Und was wir nochmal mitgebracht haben als Vergleich, also das hilft vielleicht auch ein bisschen fürs Verhältnis, ist, wie gesagt, das ist nicht in die, ist sozusagen nicht eingeflossen in die Bewertung dieser digitalen Anwendung, dieses Falls, Speicherpooling, weil das war ja schon vorher da, aber ist, wie sieht denn eigentlich die Umweltbelastung aus, die durch die Solaranlage und die Batterie entstehen, die durch den Stromverbrauch entstehen, der sowieso im Haushalt ist und durch den Stromzähler, der eh schon da ist. Und wir haben das jetzt hier mal rot markiert, weil man dann sieht, das ist eher sowas wie 1400 Kilogramm CO2 pro Jahr. Also das heißt, diese Belastung durch die digitale Technik erstmal an sich ist jetzt nicht die große Belastung im Haushalt, sondern die liegt erstmal woanders. Und auch kann die Entlastung sozusagen kann quasi nicht den Haushalt CO2-neutral machen, wenn man so will, oder? Aber es ist eben eine Möglichkeit. Das heißt, was ist unser Fazit? Grundsätzlich braucht man digitale Komponenten, um diese Bottom-up-Initiativen zu unterstützen. Aber wie viel man daran braucht, an welcher Stelle, hängt eben stark vom Anwendungsfall und der Zielsetzung ab. Also brauche ich wirklich Echtzeitdaten zum Beispiel, die brauche ich natürlich nur, wenn ich in Echtzeit auch regeln will. Steuerungstechnik braucht man vor allen Dingen da, wo man auch die Flexibilitätspotenziale nutzen kann etc. Wir haben das, wie gesagt, versucht, diese Umweltwirkung der Digitalisierung zu ermitteln. Das war deutlich aufwendiger, als wir vorher gedacht haben, auch weil es eben total wenig Daten gibt. Und was wir auch versucht hatten, ist eine Hochrechnung zu machen, also eigentlich das, was Sie sich gewünscht haben. Habe ich jetzt aber für den Fall nicht mitgebracht, weil es da besonders schwer war. Aber was man sehen kann, ist eben, dass diese Einzelanwendung natürlich relativ klein ist und eher so ein Tropfen auf einen heißen Stein. Das heißt, müssen viele Anwendungen zusammenkommen und es ist nicht so, wir machen jetzt alles digital und dann ist das mit der Energieeinsparung im Energiesystem irgendwie gegessen sozusagen. Genau, das war so grundsätzlich mein Fazit. Und dann würde ich, habe ich noch Zeit für Fragen, ne, falls noch mehr sind. Hatten wir schon und genau, falls es irgendwie ein bisschen zu schnell ging, jetzt ist der Raum für Verständnisfragen und auch bei der Diskussion versuche ich nochmal so ein bisschen abzuholen, wenn jetzt ein paar Begriffe vielleicht erstmal auf den ersten Blick ein bisschen ungewöhnlich für einige Personen erscheinen. Aber erstmal zunächst die erste Frage aus dem Publikum. Ja, es ist eine Verständnisfrage zu der letzten Vorstellung der Belastung hier der digitalen Geräte und deren Energienutzung. Das ist ja dann wieder der Annahme, dass die dass die keinen Strom aus erneuerbaren Energien nutzen, ne? Was ja eigentlich quasi sinnwidrig wäre in dem Konzept. Genau, also wir haben schon eingerechnet, sowohl hier bei dem, was der Haushalt sowieso hat, als auch da, dass die einen Teil der Solaranlage nutzen. Aber es ist halt nicht 100% erneuerbare. Was wir jetzt angenommen haben für den Strom, der noch zusätzlich aus dem Netz gebraucht wird, ist, dass es Graustrom ist, weil das sonst halt schwierig ist, sonst wäre es quasi so eine, dann müsste man wieder rausrechnen, dass alle anderen sonst noch einen schlechteren Wert haben fürs gesamte System. Deswegen haben wir vereinfacht angenommen, genau, das sozusagen hier, das sind so 50, sagen wir mal grob 50%, so. Ohne Batterie sind es meistens so 30% Eigenverbrauch, mit Batterie bis zu 60% Eigenverbrauch, die Leute haben. Und dieser Teil sozusagen ist erneuerbare, kommt von vor Ort und der Rest eben Graustrom aus dem Netz, den wir hier berücksichtigt haben. Und man würde ja normalerweise diese Geräte auf jeden Fall zu 100% mit der eigentlichen. Aber 100% geht halt nicht, also ne, weil die Sonne ja nicht immer scheint. Also ich habe immer irgendeinen Netzbezug. Ich kann schon autark werden, aber dann brauche ich eine abnormal große Batterie. Also dann haben wir hier auf der lilanen Seite eine wahnsinnig schlechte Umweltbilanz. Oder ich bin halt in so einem Verbund natürlich, ne, wo ich auch nochmal woanders her was kriege. Aber das wäre dann,
so viel über den Haushalt hinaus gedacht, dann hätten wir eine andere Systemgrenze wählen müssen. Genau, wir schweifen so ein bisschen in die Untiefen von der Ökobilanzierung als wissenschaftliche Methode ab, wo wir, glaube ich, ein paar Leute abhängen, aber vielleicht gibt es noch mal ein paar andere Verständnisfragen, die wir gerne aufnehmen. Erstmal zu diesem Überblicksvortrag. Ich sehe keine Hände erstmal. Dann würden wir weitergehen zur Podiumsdiskussion. Also erstmal vielen Dank nochmal, Svanche, für den Input. Wir haben uns jetzt so ein bisschen vogelperspektivenartig so ein bisschen um die Digitalisierung gekümmert. Ein Fallbeispiel haben wir uns genauer angeschaut. Jetzt haben wir eine Podiumsdiskussion vorgesehen, auch mit eurer Beteiligung. Und dafür haben wir erstmal Franziska Straten gewinnen können von der Naturstrom AG. Herzlich willkommen und gerne auch auf die Bühne kommen. Sie war früher bei Anyway ein Versorger, der versucht hat, lokale Erzeuger und Verbraucher zusammenzuführen. Jetzt ist sie bei der Naturstrom AG Produktmanagerin und dort Projektleiterin für verschiedenste Sachen im Bereich Regionalstrom und Bieterstrom zuständig. Was es damit auf sich hat, das hören wir gleich nochmal. Und als zweiten Gast konnten wir noch Simon Bauer gewinnen von der InnoToGrid, ein Unternehmen hier in Berlin ansässig am EUREF Campus. Das ist ein Joint Venture von der Bahn und Elektrik Schneider, die sich zusammengedacht haben, sie entwickeln smarte Lösungen für Quartiere, smarte Mobilität. Du selbst bist auch im Bereich virtuelle Kraftwerke unterwegs und er leitet selbst auch noch ein Projekt, ein Forschungsprojekt Mobility to Grid zusammen mit der TU Berlin. Und genau, Svanche kommt auch nochmal mit auf die Bühne, vorgestellt habe ich sie schon. Und ich setze mich mit drauf, jetzt habe ich mir meine schlauen Fragen noch vorbereitet. Und ich habe euch im Blick, schmeißt gerne eure Hände in die Höhe, das lebt davon, dass ihr mitmacht. Wenn ihr euch traut, auch gerne auf den Stuhl, vielleicht für die Personen, die mehr so am Rand sitzen. Aber wir steigen ein und ich würde mal loslegen bei Franziska. Ich habe es erwähnt, Mieterstrom, Regionalstrom. Sind das Energiegemeinschaften und wenn ja, was hat das auch mit Digitalisierung zu tun? Kannst du dazu mal die Leute abholen und sagen, was es damit auf sich hat? Ja, Wahnsinn, Digitalisierung. Mieterstrom und Regionalstrom sind bei uns zwei verschiedene Geschäftsfelder. Und Mieterstrom bedeutet im Prinzip, Svanche hatte das ja eben auch schon mal kurz angesprochen, dass wir uns innerhalb eines, quartiersintern oder hausinternen Netzes befinden. Das heißt, der Strom, der innerhalb dieses kleinen Netzes verteilt wird, wo die Solaranlage oder das Blockheizkraftwerk oder sogar eine Windanlage angeschlossen ist, berührt nicht das öffentliche Stromnetz. Ich würde jetzt mal verallgemeinern und sagen, wir alle beziehen ja auch Strom, wir alle haben auch Stromzähler in unseren Wohnungen, wir alle sind aber direkt ans öffentliche Stromnetz angebunden. Mieterstrom auf der anderen Seite ist eben ein Konzept, wo man wirklich außerhalb des öffentlichen Stromnetzes erstmal agiert und nur das, was die Solaranlage nicht selbst produzieren kann für die ganzen MieterInnen, die dort leben und Strom verbrauchen, das wird dann gesammelt aus dem Netz bezogen. Und Regionalstrom auf der anderen Seite ist das Konzept, dass man größere Windparks hat oder auch kleinere Windparks, vor allen Dingen auch Photovoltaikflächen, die von Energiegemeinschaften, und da sind wir nämlich bei den Energiegemeinschaften, initiiert worden sind. Insbesondere Energiegenossenschaften sind ja in Deutschland sehr stark und da engagiert sich Naturstrom eben auch schon seit 10, 15 Jahren, glaube ich, in dem Bereich, Menschen zu helfen, sich zusammenzufinden und dann vor Ort erneuerbare Energien auszubauen. Und weil, ehrlich gesagt, Energiewirtschaft für die meisten ganz schön trocken und langweilig ist, bis auf mich, ich finde es toll, haben sich diese Energiegemeinschaften eben einen Partner wie Naturstrom an Land geholt und Naturstrom hilft eben erstmal diese Energiegemeinschaft zu unterstützen, dass sie sich überhaupt erstmal
zusammenfinden, was braucht man eigentlich, um Windrad zu planen, zu bauen, zu finanzieren. Beteiligt sich teilweise auch an den Anfangsinvestitionen, um zum Beispiel ein Bankendarlehen dann aufnehmen zu können für diese erneuerbare Energieanlage und hilft eben auch in der Kommunikation. Also die, die so eine erneuerbare Energieanlage ausbauen, finanzieren und planen, die sind ja nicht die einzigen, die daran beteiligt sind, ob so ein Windrad entsteht. Thema Genehmigungsverfahren, Akzeptanz vor Ort. Sondern es sind vor allen Dingen auch diejenigen, die wollen, dass möglichst viele aus der Region eben von diesem regional produzierten Strom profitieren, also indem sie den Strom selber verbrauchen. Und da ist Naturstrom eben auch Partner, weil wir eben anbieten, dass dieser Strom über sogenannte Regionalnachweise, weisen wir das dann hinterher auch offiziell nach, eben auch in einem Umkreis von 50 Kilometern an Menschen geliefert werden kann. Und das ist, ich würde jetzt mal sagen, der noch nicht ganz so digitale, aber schon der kleine Vorläufer von so einem Energy-Sharing-Konzept, das kann man schon so sagen. Im Mieterstrom haben wir auch teilweise Energiegenossenschaften dabei, die zum Beispiel die Photovoltaik-Dachanlagen bauen, investieren und dann eben auch betreiben. Dort haben wir allerdings kein so klassisches Regionalkonzept, also jemand, der eben nicht in dem Gebäude lebt oder der nicht in dem Quartier lebt, der kann eben nicht diesen Strom bekommen, leider. Mhm. Vielleicht nochmal eine Frage zur Einordnung. Wie viele solcher Konzepte laufen gerade, zumindest bei euch? Hast du da so eine Zahl und wie viele Menschen werden da erreicht? Das ist eine gute Frage. Mein Baby ist nämlich der Mieterstrom. Da weiß ich, dass wir ungefähr bei 100 Projekten sind und die sind sehr, sehr unterschiedlich groß. Also wir haben mehrere hundert Leute, die in manchen Projekten versorgt werden. Wir fangen aber auch schon bei kleineren Projekten an. Ich habe gerade ein Projekt in der Umsetzung, das sind 7 Mietparteien in einem Haus. Wir reden über mehrere tausend Menschen und das im Regionalstrom auch. Im Regionalstrom haben wir größere Anlagen, also haben wir eben auch Windkraftanlagen. Im Mieterstrom sind es nur Photovoltaik-Dachanlagen und Blockheizkraftwerke. Im Regionalstrom haben wir eben große Windturbinen und Windturbinen können nun mal sehr, sehr viele Menschen versorgen. Das ist ja das Schöne daran und deswegen haben wir da auch mehr Menschen, die dort versorgt werden. Also genau, hier gab es, glaube ich, ein Problem mit der Technik. Das Mikrofon geht. Ja. Ich bin erkältet, deswegen würde ich das so ungern teilen. Wollen wir vielleicht das nicht? Nee, also die Frage war, ob es überhaupt funktioniert. Ja, ach so. Ah, ich höre mich gut. Also, ich höre jetzt keinen Unterschied. Ihr? Nee. Es ist nach wie vor nicht laut. Gut, dann musst du einfach ein bisschen lauter noch sprechen. Dankeschön erstmal für den Eindruck. Simon, wir haben jetzt gehört, bei Naturstrom so ganz viel Digitalisierung ist noch gar nicht mit dabei, aber wir kommen gleich nochmal drauf. Du hast nämlich noch in unserem Vorgespräch was erwähnt, da kommen wir dann nochmal drauf. Aber bei euch spielt Digitalisierung, glaube ich, eine große Rolle. Gerade bei den Konzepten, wo es um intelligente Mobilität geht und virtuelle Kraftwerke. Kannst du uns da nochmal abholen? Also was sind das für Konzepte und welche Rolle hat die Digitalisierung da bei euch? Ja, eine Anmerkung noch. Die Firma heißt Schneider Electric, ja. Nicht Electric Schneider. Die ist aber in Deutschland sehr, sehr unbekannt. Die Firma Schneider Electric ist in Deutschland ein bisschen so der versteckte Riese, denn weltweit arbeiten trotzdem 130.000 Menschen für dieses Unternehmen. Ist ein französischer Konzern, ähnlich wie Siemens. Allerdings hat sich Schneider Electric sehr stark fokussiert auf Prinzip digitale Energielösungen, natürlich auch Hardware, Trafos etc., aber darum geht es jetzt hier nicht, sondern eben der Fokus liegt vielmehr bei Schneider auf nachhaltige digitale Energietechnologie, Energielösungen. Und das Unternehmen InnoToGrid als Tochtergesellschaft ist im Prinzip hier in Deutschland so ein bisschen das Speedboard, könnte man sagen, dadurch, dass wir vielen Forschungsprojekte, eben auch in deutschen Forschungsprojekten aktiv sind und uns mit digitalen Technologien für die Energiewende beschäftigen. Zu deiner Frage, virtuelle Kraftwerke, Smart Charging oder intelligentes Lademanagement, worum geht es dabei? Wir sehen halt, dass in Zukunft mit dem Rollout der Elektromobilität extrem viele Fahrzeuge in der Niederspannung an das Netz angeschlossen werden.
wahrscheinlich viel im Bereich der Wohnung oder des Einfamilienhauses, aber eben auch in der Stadt, vielleicht in Mehrfamilienhäusern, in Tiefgaragen etc. am Arbeitsplatz. Trotzdem wird sich das Gros der E-Fahrzeuge eben an die Niederspannung anschließen. Bedeutet, dass die Anforderungen an Niederspannungsnetze in Zukunft extrem steigen werden hinsichtlich Flexibilität, hinsichtlich Netzstabilität, Engpassmanagement in der Niederspannung sind eben Herausforderungen, die in Zukunft deutlich größer werden, auch nicht zuletzt, weil natürlich viel mehr PV-Anlagen, kleine PV-Anlagen beispielsweise auf Hausdächern installiert werden, Batteriespeicher werden installiert, Wärmepumpen installiert, alles das passiert in der Regel in der Niederspannung. Und hier kommt dann im Prinzip die Digitalisierung ins Spiel, denn, wir haben es auch im Vortrag schon gehört, der Datenaustausch zur Steuerung der Netze wird umso wichtiger, je mehr flexible und volatile Einspeiser und Verbraucher wir dort haben. Das bedeutet, ein virtuelles Kraftwerk ermöglicht es über im Prinzip eine Plattform, sowohl auf Basis von Netzzuständen als auch auf Basis von Marktgegebenheiten, Marktpreisen, vielleicht im Intraday-Handel oder eben auch in Regelleistungsmärkten oder Regelenergiemärkten, die entsprechenden Assets, wenn sie auch kleinteilig sind, zu poolen, zu aggregieren, also einen Schwarm zu bilden, um dadurch Netze zu stabilisieren, also Dienstleistungen für den Netzbetrieb zur Verfügung zu stellen und diese auch im Prinzip zu monetarisieren, sprich daraus ein Energieprodukt im Prinzip zu machen. Der einzelne Häuslebauer zum Beispiel würde nicht so einfach an den Energiemarkt kommen, schlichtweg weil die Hürden viel zu groß sind und sein Asset, also seine PV-Anlage, sein Speicher, sein E-Fahrzeug in der Masse viel zu klein ist, um vermarktet zu werden. Aber über das Pooling, über die Aggregation auf einer Plattform, sprich in einem virtuellen Kraftwerk, kann beispielsweise Regelenergie vermarktet werden. Das heißt, Regelenergie ist Energie, die dem Netz zur Verfügung gestellt wird, um Stabilität zu gewährleisten. Genau. Insofern spielt da die Digitalisierung für den effizienten, stabilen Netzbetrieb eben eine sehr, sehr große Rolle und eine sehr, sehr wichtige Rolle, da die Digitalisierung ermöglicht, schnell in Echtzeit auf Zustände zu reagieren und in Echtzeit Daten auszutauschen, um zu verhindern, dass Netze in die Knie gehen, dass auch EE-Anlagen, also erneuerbare Energienanlagen, abgeschaltet werden müssen, runtergeregelt werden müssen im Sinne des Einspeisemanagements, weil schlichtweg zu viel Energie eingespeist wird in das Netz. Dem kann eben durch Digitalisierung entgegengewirkt werden. Das heißt, die kostbare erneuerbare Energie wird im Prinzip oder kann effizient gemanagt werden, aufgefangen werden, zum Beispiel durch den Einsatz flexibler Speicher oder eben auch E-Fahrzeuge. Mhm. Genau, vielen Dank schon mal fürs Abholen, auch für die Frage, was sind eigentlich so die Dienstleistungen, wofür brauchen wir die? Ich gucke mal in die Runde, ob es schon eine erste Frage gibt. Sehr gerne, gerne auch mit Namen einmal und vielleicht, wenn es noch eine Institution dahinter gibt, auch die kurz nennen, damit es nicht ganz so unpersönlich wird. Bitte, ja. Darf ich das? Warte. Ich habe wenig Ahnung von diesem. Kannst du mal weitergehen? Was mich aber interessiert ist, eigentlich, also das, was ich so weiß, es wird ja immer gesagt, dass erneuerbare Energien ein höheres Risiko darstellen, weil sie halt nicht flexibel einsetzbar sind. So, das ist meine Laieninformation. Ja? Und jetzt sagen Sie, durch Digitalisierung würde das Ganze aber, würde dieses Risiko minimiert. Stimmt das jetzt? Also, und welche Rolle spielt der Markt konkret dabei, also um dieses Risiko auszugleichen? Das ist vielleicht eine, ja. Ihr könnt euch ja schon mal abstimmen, wer vielleicht darauf. Frage, da steckt auch einiges soziologische Interesse hinter, aber ja, vielleicht können Sie kurz. Genau, ihr könnt euch ja schon mal abstimmen, wer vielleicht darauf antworten will. Und dann hatten wir gleich da noch eine Frage, die können wir dann auch gleich noch mitnehmen. Also ich bin Andreas Kugel von Code for Germany, OK Lab Karlsruhe. Wir machen ganz viel mit offenen Daten, deswegen auch gleich meine erste Frage. Zu den Modellen, die Sie da vorher vorgestellt haben, sind die veröffentlicht? Kann man das nachrechnen? Gibt es da aktuelle Zahlen dazu? Kann man das alles nachvollziehen? Ich meine, es wurde vieles wohl vom UBA gefördert. UBA war jetzt bisher zumindest nicht so die Speerspitze der digitalen Nachhaltigkeitsforschung, würde ich mal sagen.
vielleicht tut sich da was. Also es wäre, finde ich, super interessant, wirklich auf so eine Studie aufsetzen zu können und zu sehen, okay, da steckt jetzt drin, was weiß ich, Datenübertragung sind 20% vom CO2-Beitrag. Hat sich das jetzt geändert? Wie ändert sich das, wenn ich jetzt meine Echtzeitanforderungen von jede Sekunde auf alle 20 Minuten runtersetze? Ja? Dass man an diesen ganzen Parametern wirklich mal drehen kann. Dazu bräuchte man mehr Infos, mehr Input. Das, darf ich noch eine zweite gleich dran schließen? Das zweite ist, ich komme aus Karlsruhe, da gibt es ganz viel Bestandgebäude, es gibt viel Sonne. Karlsruhe ist ultra schlecht beim Photovoltaikausbau. Und es gibt so ein paar Bürgerenergiegenossenschaften in Gründung, glaube ich. Ja. Aber was kann man wirklich konkret tun, sich zusammenschließen? Also wie kann man jetzt aus diesen Ideen, Mieterstrom, Bürgerenergie, wie kann man das tatsächlich umsetzen? Ja? Wie kann man konkret werden? Kann man sagen, okay, also das Elektrizitätsnetz wird maßgeblich von den Stadtwerken in Karlsruhe betrieben, also gehört der Stadt. Die Stadt könnte also theoretisch herkommen und sagen, okay, immer wenn sich 100 Leute zusammentun oder immer wenn sich genug Leute zusammentun, damit ich, was weiß ich, 10.000 Kilowattstunden kriege, ja, dann finanzieren wir den Speicher, den man dazu braucht. Ja. Oder wir übernehmen euch die Arbeit, um das an die Stadtwerke anzuschließen. Ja. Was kann man konkret machen? Was können die Gemeinden machen? Was machen die schon? Was tun die Länder, um da was voranzubringen? Ja? Das wären so Handvoll Fragen. Dann nehmen wir doch erstmal die Fragen. Aber ich gucke trotzdem schon mal, ob es noch weitere Hände gibt. Okay, nehmen wir gleich dran, aber vielleicht machen wir erstmal eine erste Runde. Ich habe das Gefühl, dass so eine natürliche Reihenfolge Simon auf die erste, Svante auf die zweite und Franziska auf die dritte Frage antworten wollen. Und genau, Mitro geht es einmal zurück. Genau, also ich versuche die Frage nochmal zu wiederholen, damit ich sie richtig verstanden habe. Es geht also darum, die Frage war, ob Digitalisierung im Prinzip die Volatilität der erneuerbaren Energien behebt. Tut sie natürlich nicht, weil die Sonne nicht digitalisiert ist. Das heißt, die Sonne scheint trotzdem, wann sie scheint. Aber durch die Orchestrierung verschiedener Technologien, beispielsweise PV-Anlagen, die natürlich in der Nacht nicht wirklich Strom erzeugen. Wind beispielsweise schon, aber Windkraftanlagen drehen sich nur, wenn der Wind weht. Das heißt, das ist genau diese Volatilität. Aber eben gibt es andere Anlagen, Speichertechnologien, Batteriespeicher. Dazu gehören im Übrigen auch auf hoher Ebene Pumpspeicherkraftwerke, also Wasserkraft, die mit Überschussstrom eben Wasser den Berg hochpumpen und dann bei Bedarf wieder runterlassen und dadurch eine Turbine antreiben, Strom erzeugen. Und durch Digitalisierung, durch die Erfassung von Daten plus durch den Einsatz intelligenter Algorithmen, also sprich Prognosealgorithmen, künstliche Intelligenz, können belastbare Vorhersagen getroffen werden, wie sich, das Energiesystem day ahead oder in einem bestimmten Zeitraum vorausschauend verhalten wird. Daraufhin können im Prinzip Signale kreiert werden, geschaffen werden, um bestimmte Anlagen zu steuern, um also Energiemanagement zu betreiben. Also intelligentes Energiemanagement bedeutet, ich versuche über Prognosealgorithmik, das ist Digitalisierung, Netz- oder Energiesystemzustände zu prognostizieren und entsprechend einen Fahrplan zu erstellen, um Überschussmengen, die eventuell produziert werden, eben nicht abzuregeln, wenn ich sie in der Situation entdecke, sondern vorausschauend zu sagen, okay, wir werden einen Überschuss haben, bedeutet, wir müssen uns überlegen, was wir mit dem Überschuss machen, wo wir den hinleiten können. In den Speicher, Wärmespeicher, Batteriespeicher, in ein E-Fahrzeug, in Wasser, in den Berg hochpumpen, was weiß ich, um dann im Prinzip diesen Plan zu haben. Und die Frage nach dem Markt, man redet ja auch mittlerweile über regionale Flexibilitätsmärkte, also über eine Dezentralisierung von Märkten, sodass Netzzustände, die prognostiziert werden, Engpässe, die prognostiziert werden, gegebenenfalls in Marktsignale umgesetzt werden. Also ein Netzbetreiber beispielsweise oder ein Energieversorger beispielsweise ein Anreizsignal sendet, wie gesagt, wieder über Digitalisierung an ein Home-Energie-Management-System beispielsweise und sagt, es wird prognostiziert, dass beispielsweise mittags um 12 wir eine Übereinspeisung von PV-Energie haben.
bitte fahr deine Verbräuche hoch, dafür musst du sehr wenig Geld zahlen. Das heißt, dein Strompreis wird sinken, wenn entsprechende Netzzustände entstehen, sprich wenn Überschussenergie im Netz ist. Genauso andersrum, wenn man wenig Energie hat, beziehungsweise das Netz hoch belastet ist und das Netz eigentlich Entlastung braucht, könnte man sagen, okay, durch einen gestiegenen Preis wird der Haushalt angereizt, zum Beispiel das Laden seines E-Fahrzeugs zu unterbrechen, zu drosseln, wie auch immer, und beispielsweise auf seinen Energiespeicher zu gehen, dass eben aus dem stationären Energiespeicher etwa das E-Fahrzeug geladen wird oder die Wärmepumpe aktiviert wird oder dergleichen. Das heißt, Digitalisierung vernetzt Geräte miteinander, Digitalisierung ermöglicht schnellen Real-Time-Datenaustausch und Digitalisierung, das ist wahrscheinlich das Wichtigste und Spannendste, ermöglicht die belastbare Prognose von Energiemarktzuständen und Netzzuständen, auf die man dann quasi präventiv, kurativ reagieren kann. Das ist eine philosophische Diskussion. Wir können entweder, wir haben das mal verglichen intern, Sozialismus versus Kapitalismus. Natürlich können wir sagen, es gibt irgendjemand, der ganz oben alles aussteuert, der braucht einen immensen Datenaufwand. Das heißt, die Bandbreite ist ein knappes Gut auch, ne? Eben nicht wie Stromnetze. Die Bandbreite, die Kapazität eines Stromnetzes ist begrenzt. Ebenso ist die Bandbreite begrenzt. Wir wollen also nicht alle möglichen Daten in irgendeine zentrale Einheit geben, die dann irgendwas rechnet, die dann wieder Daten zurückschickt und Steuerbefehle macht. Sondern dabei ist im Prinzip so diese, im Jargon sagt man Cloud Edge, Aufteilung, also wir gehen on the edge, also an die Ecke des Netzes und versuchen so viel wie möglich an der Ecke des Netzes zu managen. Und dadurch hilft halt ein Preissignal oder ein Markt, denn ich muss nicht wissen, wie sich das Preissignal zusammensetzt von irgendeiner zentralen Intelligenz, sondern ich empfange das Preissignal und das hat ausreichende Informationen, damit ich meinen kleinen Wirkungsbereich, sagen wir mal als im Einfamilienhaus oder auch im Quartier, entsprechend steuern kann. Ganz doll philosophisch wird und wir planen Wirtschaft und Kapitalismus so miteinander vergleichen, was sicherlich eine spannende Frage ist in dem Zusammenhang, gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Ja, ich wollte da noch kurz was ergänzen, vielleicht aus anderen Projekten, die wir gemacht haben, weil Sie gesagt haben, Sie sind Soziologin, wo die Digitalisierung hilft, ist, glaube ich, diese Automatisierung, was ein viel schwierigeres Feld ist, ist dieses Verbräuche anpassen tatsächlich im Haushalt. Da haben wir zum Beispiel gesehen, dass die Leute das eine machen, nämlich ich weiß, ich habe gerade viel Sonnenenergie, die Mittagssonne scheint, dann machen sie aber die Waschmaschine zum Beispiel extra nochmal an. Aber wenn sie halt waschen wollen, auch wenn kein Strom wird, dann wird halt trotzdem gewaschen. Also das führt teilweise eher zu mehr Verbräuchen tatsächlich, als zu einer besseren Ausnutzung. Das vielleicht noch als Ergänzung, da kann es aber, also ne, das ist jetzt, auch da kann die Digitalisierung zum Teil helfen, weil sie es nochmal transparenter macht, was eigentlich passiert. Aber es, würde ich sagen, ist ein deutlich schwierigeres Feld, um da die Gewinne auch zu kriegen. Jetzt aber zu der Frage mit den offenen Daten. Wir haben tatsächlich auch nur, also wir haben einen langen Bericht dazu, den kann man auch beim Uber bekommen. Und wir haben aber keine eigenen Daten erhoben, sondern wir haben tatsächlich nur Daten genutzt, die es schon gibt. Wir haben noch zusätzlich Interviews geführt, um so ein bisschen Marktwerte zu erfragen teilweise. Auch die sind in dem Bericht drin. Und wir haben aber teilweise auch eben, das hatte ich ja kurz erwähnt, also zum Beispiel für so Steuerungsboxen, die sind alle so in der Forschung. Da hatten wir jetzt zum Beispiel keine Daten, wie viel steckt da jetzt an Material drin. Also was wir dann gemacht haben, ist zu gucken, es gibt Statistiken von der EU zum Elektroschrott verschiedener Kategorien und da haben wir sozusagen so eine generische Zusammensetzung des Elektroschrotts genommen und dann geguckt, wie viel so ein Teil wiegt und so viel genommen. So, also wir haben sozusagen aus diversen Datenquellen uns das irgendwie zusammengesucht. Und was wir aber gemacht haben, weil das natürlich relevant ist, ist eben zu gucken,
Was ist, wenn ich jetzt die, also gerade bei eben so Smart-Meter-Anwendungen, ist es relevant, wie viel Daten ich da erhebe? Mache ich das sekündlich, minütlich oder mache ich das viertelstündlich, weil das Netz im Moment sich sowieso nur für Viertelstundenwerte interessiert? Das hat man also entweder einen Faktor mal 15 oder man hat halt so einen Faktor mal 100 ungefähr. Das macht natürlich in der Datenmenge schon ganz schön viel, für den einen Haushalt nicht, aber insgesamt. Was man gesehen hat, ist, dass es jetzt auch das in der Datenmenge so eines Haushalts schon ein bisschen untergeht. Also dass es tatsächlich nicht so den großen Einfluss macht, weil es immer noch nur ein Datenpunkt pro Dings ist. Also wir hatten, ich sage jetzt mal, beim Smart Meter waren das, glaube ich, Hannes korrigiert mich sonst, war das im Höchstfall pro Jahr 3 Gigabyte. Im Schnitt waren das 1 Gigabyte, was da an Daten waren. Und bei jetzt den ganz klassischen Viertelstundenwerten war das irgendwo im Kilobyte-Bereich pro Jahr. Ist jetzt also quasi tatsächlich vernachlässigbar im Gegensatz zu vielen anderen Anwendungen. Ja. Zum Beispiel. So ein Abend Netflix ist, hebt das wieder auf. Genau. Also deswegen die Daten, ja, sind alle einsehbar, sind jetzt, muss man ehrlicherweise sagen, es gibt jetzt kein Tool, wo man mit rumspielen kann. Also es gibt da Datentabellen, aber es ist ein bisschen Aufwand, auch weil wir in diesem Projekt sowieso schon deutlich mehr Aufwand hatten, als wir erwartet haben, eben weil es super schwierig war irgendwie da auch, weil wir wollten es halt wirklich quantifizieren, ne? Aber das erforderte halt, dass wir eben manche Sachen auch selber quasi uns konzipieren, deswegen würde ich mit einem Jein antworten, also ja, aber kompliziert. Gut, dann hatten wir die Mobilisierungsfrage sozusagen noch, ne? Wie kriegen wir es hin, über Stadtwerke oder andere Akteure, das sozusagen lokal in die Hand zu nehmen, Akteure zu befähigen? Und da kann vielleicht Franziska was ein bisschen aus der Praxisperspektive zu sagen. Und dann habe ich auch schon zwei andere Hände gesehen, auf die wir gleich eingehen können. Wir haben übrigens im Mieterstrom auch eine App. Das heißt, das ist tatsächlich wahrscheinlich das Digitalste, was wir aktuell bei den innovativen Stromkunden haben. Und da haben wir tatsächlich auch darauf geachtet, dass wir eben keine sekündliche Datenübertragung machen, um genau diesen Wert darunter zu schrauben, weil eine automatisierte Verhaltensanpassung und Lastverschiebung, also Waschmaschine dann wirklich anstellen, wenn die Sonne scheint, sehr viel wirksamer ist, als wenn man selber macht. Wie kann man Leute mobilisieren? Also zum einen bin ich großer Fan von Ordnungspolitik, also Kaufpflicht überall, und zwar auf Wohn- und Gewerbegebäuden und bundesweit. Geht das jetzt? Super. Einfach handeln. Ja? Okay. Ich würde unterschreiben. Also dieses Mikrofon funktioniert eigentlich einwandfrei, glaube ich zumindest, oder? Also, ja, es funktioniert. Ich kann mich hören, einfach daumenbreit vom Mund und funktioniert's. So? Ja, es war einfach so weit weg, okay. PV-Pflicht, genau, also Solaranlagen auf jedes Dach, das würde schon mal helfen und das haben wir in vielen Bundesländern mittlerweile. Also sowohl Hamburg als auch Berlin haben eine verabschiedet, Baden-Württemberg, ich glaube Nordrhein-Westfalen mittlerweile auch und andere überlegen gerade, im Koalitionsvertrag steht es drin, nicht für private Haushalte. Das hilft schon mal und das ist was Kommunen machen können, beziehungsweise eben die Bundesregierung tatsächlich. Wenn man sich jetzt allerdings zusammentut, also unsere Energiegemeinschaften haben sich ja auch mal gegründet, am besten auf Partner wie Naturstrom. Ich nenne aber auch die Wettbewerber, weil die Sache ist, wir ziehen alle an einem Strang hier in Deutschland. Es gibt einen Polarstern im Süden von Deutschland, die machen auch guten Mieterstrom. Es gibt die EWS Schönau, die ist wahrscheinlich in Baden noch am nächsten dran. Die alle machen solche Projekte und die sind auch gute Ansprechpartner, also so wie wir eben auch, um Tipps und Tricks quasi zu geben, auf was man achten sollte. Und gerade Bestandsgebäude im Rahmen einer Sanierung noch viel mehr, weil eine Solaranlage setzt man auf kein Dach, was nach 5 Jahren wieder saniert werden muss, sind ein super Anker quasi, um zu sagen, so und jetzt machen wir hier auch überall Photovoltaik auf die Dächer. So, jetzt habe ich mehrere Hände gesehen. Ich fange mal demokratisch dort an, wo die Hand zuerst oben war. Vielen Dank.
Julia Legelli, ich bin aus Leipzig und dort Mitglied in einem Gemeinschaftsgarten. Und wir haben auf den Gemeinschaftsgarten zurückgegriffen sozusagen, weil wir festgestellt haben, dass es diverse Mitglieder gibt, die irgendeinen Beitrag zur Energiewende leisten wollen und in Mietshäusern wohnen und dann genau dieses Problem haben, das Sie ja gerade angesprochen haben, nämlich die Hausverwaltungen sind nicht so begeistert von der Idee, dass wir Mieterstrommodelle mit PV auf den eigenen Dächern machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fangen irgendwo an und sind auf unsere Sommerküche gestoßen, so als potenzielle Dachfläche, ohne dass wir unseren Garten einschränken müssen. Ist eine kleine Dachfläche, wo wir gerade dabei sind und sehr, sehr viel recherchieren müssen, weil es irgendwie immer noch sehr viele rechtliche Fragestellungen gibt, die unbeantwortet sind und wo man ganz, ganz viel fragen muss und ganz, ganz viele Leute kontaktieren muss, um herauszufinden, was ist mit der Haftung, was passiert, wenn das Ding runterfällt, wie funktioniert das alles und sowas und welche Stromleitungen brauchen wir und was gibt es überhaupt zu beachten. Und haben jetzt ein Angebot, endlich, weil es auch sehr schwer ist derzeit, irgendwelche Fachfirmen zu finden, die bereit sind, überhaupt nur mal zu kommen und sich das anzugucken, und werden hoffentlich irgendwann im nächsten Jahr eine 6,4 Kilowatt Peak Anlage, also eine sehr kleine Anlage, auf unser Sommerküchendach packen, haben uns gegen einen Stromspeicher entschieden, weil wir gesagt haben, wir benutzen gar nicht so viel Strom selber und dann ist es einfach nur ein weiteres Gerät. Und die Frage ist, also unser eigentliches Ansinnen war ja, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Und das war eben das einzige Dach, auf das wir zugreifen konnten, aber würden trotzdem uns gerne irgendwie so in dieses große Ganze einmischen. Und wenn wir jetzt sagen würden, wir würden gerne irgendwie eine Energy Community werden, die gibt es ja in der Form noch nicht, und würden aber irgendwie ein Signal senden wollen, hey, wir wollen da irgendwie mitmischen mit unserem kleinen Popel, Kraftwerklein und vielleicht, also wir wären auch bereit wahrscheinlich uns irgendwie einzusetzen, dass wir eine Windkraftanlage irgendwo außerhalb von Leipzig noch mitbauen oder sonst was können. Wo melden wir uns da an? Bündnis Bürgerenergie würde ich da empfehlen. Das ist eine Verband, glaube ich. Das sind eben Bürgerenergie Gesellschaften, weil nicht nur Genossenschaften darunter gezählt werden, die haben Kontakte zu allen registrierten Bürgerenergiegenossenschaften und die können bestimmt auch weiterhelfen, ob es vielleicht schon welche gibt im Leipziger Umkreis, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, genau. Und mit denen kann man sich zusammentun, wenn man warum auch immer eine eigene gründen will, warum nicht, wir brauchen mehr. Okay. Mich würde interessieren, wie die Ansteuerung von so individuellen Haushaltsgeräten oder Ladestationen oder was Boiler oder was man sich halt eben so vorstellt, wie das funktioniert. Und dann ist natürlich da auch total viel so Souveränität über die Konsumation, also die Waschmaschine. Also das wird ja dann übersteuert möglicherweise oder nicht, oder wie das funktioniert. Da ist ja ganz viel auch so Angst dabei und das ist sehr interessant. Genau, ich heiße Martin Michelitsch und bin aus Wien, genau. Und ich würde noch mal eine Frage anschließen, es ging in Richtung Simon, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen. Vielleicht kannst du noch mal darauf eingehen, was hat das eigentlich mit Energiegemeinschaften zu tun? Diskutiert ihr das bei euch eigentlich unter dem Begriff oder gar nicht? Also zur ersten Frage, wie das angesteuert wird. Über verschiedene Protokolle, Modbus wäre, also Wired Connection wäre eine Möglichkeit, EE-Bus wird diskutiert. Genau, das sind so, glaube ich, also EE-Bus ist relativ neu, das wird im Kontext mit dem Smart Meter Gateway diskutiert. Wir steuern auf dem EUREF Campus Berlin, also auf unserem Standort, haben wir auch so ein Microgrid aufgebaut. Da wird noch über EE-Bus, über Modbus gesteuert, darüber hängt eine SCADA. So, aber in einem Einfamilienhaus oder genau, wie ist das Setup in einem Einfamilienhaus? Wie wäre das? Man hat im Prinzip ein Edge Gateway oder ein EMS, ein Energiemanagementsystem im Haus installiert. Das ist eine kleine Box, die wiederum beispielsweise über EE-Bus verschiedene andere Anlagen
ansteuern kann. Also sei es jetzt die PV-Anlage oder den Batteriespeicher, die Wärmepumpe, das E-Fahrzeug, vielleicht auch irgendeine Smart-Waschmaschine oder dergleichen. Wichtig dabei zu wissen ist, dass nicht irgendwelche äußeren, also quasi vor der Grenze des Einfamilienhauses, also front of the meter, auf die Waschmaschine zugreifen, sondern es wird so sein, dass man das auf das EMS zugreift. Und das EMS sitzt im Prinzip im Haus drin, das hat sich der oder die Häuslebauerin halt gekauft, mehr oder weniger, oder kommt vielleicht mit einem anderen Servicevertrag dazu. Das heißt, das ist on the grid edge die Intelligenz, die entscheidet, wann zum Beispiel die Waschmaschine läuft, wann das E-Fahrzeug mit wie viel Strom geladen wird, vielleicht in Zukunft bidirektional auch entladen wird, um zum Beispiel die Waschmaschine zu befeuern oder dergleichen. Das heißt, die Hoheit, wann was passiert, sitzt schon, die wird nicht externalisiert, sagen wir mal so. Genau. Was hat das mit Energie, Gemeinschaften, Energy Communities, Energy Sharing, Peer-to-Peer-Handel zu tun? Genau, wir diskutieren das auf jeden Fall, weil wir in diese Richtung denken, wir wollen, es war auch auf der Folie gezeigt, im Prinzip Betriebsmodelle, Geschäftsmodelle für Microgrids entwickeln, denn die gibt es in dem Sinn noch nicht so sehr. Standardmäßig wird eigentlich bei so einem Microgrid entscheidet der Planer auf Basis von Bedarfen, aber er plant nicht auf Basis von Geschäftsmodellen, also er plant nicht auf Basis von dem Betrieb. Er überlegt sich nicht, im Prinzip, welche Möglichkeiten habe ich später im Betrieb, um meine Energiekosten zum Beispiel durch Vermarktung zu senken. Und in so einem Konzept Energy Sharing Peer-to-Peer-Handel ist es eben denkbar, dass man auf so einem Schwarm vielleicht von Häusern, die Mehrfamilienhäusern, Einfamilienhäusern, aber auch vielleicht kleine Unternehmen, Industrieanlagen etc., dass die halt über so eine Plattform Energie austauschen und handeln und also bilaterale Verträge schließen. Technologie würde das ermöglichen. Mehr noch, wenn man in die Richtung Blockchain denkt, dann würde der Intermediär oder die Plattform an sich, ich sag mal, zumindest eine andere werden. Weil, ich weiß nicht, inwiefern das Konzept Blockchain hier bekannt ist, aber im Prinzip geht es darum, dass diese Transaktionen für alle einsehbar im Prinzip stattfinden, transparent stattfinden. Insofern braucht es eben keinen Mediator mehr in dem Sinne. Es braucht natürlich jemanden, der die Blockchain irgendwie aufsetzt, aber niemand mehr, der entscheidet, wie was passiert. Sondern das passiert quasi, ist inhärent in der Blockchain schon mit drinnen. Genau. Und solche Konzepte, vielleicht letzter Satz, werden eben diskutiert bei uns ganz aktiv. Wir versuchen da sehr nah auch immer an den quasi regulatorischen Veränderungen, EEG 23, steht das Thema Bürgerenergiegesellschaften oder Genossenschaften drin? Gesellschaften, genau. Und versuchen halt zu sagen, okay, wir haben die Technologie, wir wollen sie weiterentwickeln. Der Witz wird da nicht sein, dass wir die Technologie erst erfinden müssen. Die gibt es schon. Der Witz ist, dass es keine Geschäftsmodelle gibt. Und der Witz ist, dass die Regulatorik diese Geschäftsmodelle eben nicht unterstützt, ermöglicht, incentiviert. Technologisch ist, glaube ich, begebe ich mich gar nicht mal so auf so dünnes Eis, wenn ich sage, dass technologisch heute schon extrem viel möglich wäre. Gut, ich habe hier noch zwei Meldungen gehabt und dann müssen wir die Runde auch schon so langsam schließen. Unter zwei Bedingungen können wir vielleicht noch eine dritte Frage noch mit dazu nehmen, nämlich die Fragen kurz und die Antworten auch kurz. Genau, die erste Meldung war hier bei Ihnen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja? Okay, hallo. Ja, mein Name ist Julia Pattberg. Ich bin Informatikprof an der HAW Hamburg. Wir haben eine Initiative Computer Science for Future und wollen sozusagen Klimaschutz und Nachhaltigkeit in unsere Informatikausbildung in die Lehre reinbekommen. Meine Frage ist so ein bisschen das Thema Fachkräftemangel, schwingt ja bei den ganzen Sachen durch. Was ist aus Ihrer Sicht wichtig in der Informatikausbildung für Digitalisierung in dem Bereich, beziehungsweise würden Sie sagen, das ist eher eine Frage von IT-Ausbildung in entsprechende andere Bereiche, akademische oder Handwerksbereiche zu bringen? Okay, wir sammeln nochmal kurz. Genau, da war noch eine Frage.
Ja, hallo, Kai Gärtner. Eigentlich zwei Fragen. Die erste ist, wenn hier schon mit EMS gekommen wird, wenn man sich anschaut, 3 GB Daten im Jahr, also Vorauskennung von Geräten, haben ja auch ein gewisses Sicherheitsrisiko für die Privacy von den Leuten. Wird das mitgedacht bei solchen Systemen? Und die zweite Frage, wenn Blockchain hier wieder als Antwort kommt, wie steht es mit dem Thema Nutzung von überschüssiger Energie durch Mining von Kryptoassets, was ja immer sehr gerne aus der Kryptoszene angeführt wird als Beispiel, wie erneuerbare Energien sich rentieren? Danke. Okay, also nimmt noch ganz andere Züge an hier mit Bildung und Lehre. Sehr spezifische Fragen, beziehungsweise Datenschutz habe ich auf jeden Fall mitgenommen, Datensicherheit. Und dann würde ich jetzt die letzte Frage noch zulassen. Ja, hat nicht so viel gebracht. Moment, so. Ja, hallo, mein Name ist Martin, ich komme aus Braunschweig und begleite da unter anderem ein Gemeinschaftsgärtennetzwerk. Die Frage ist beliebig breit ausbaubar. Was wisst ihr über Schrebergartenkolonien, die sich dazu entschließen, ihre Laubendächer mit PV auszustatten? Ich hab die Frage, ich habe Laubendächer verstanden. Also es scheint im regulatorischen Vorbehalt zu geben beim Ausstatten einer Gartenlaube mit dem PV-Dach. Oh, wow. Ich kann dazu nur sagen, dass ich kann dazu nicht so viel sagen, weil das sind immer die Verteilnetzbetreiber, die tatsächlich eine PV-Anlage ja dem zustimmen müssen. Und ich weiß gar nicht, ob Schrebergärten so richtig so, sind das so Grundstücke mit richtigen Häusern? Ja. Also Mut zur Lücke, wenn wir es nicht wissen, wissen wir es leider nicht an der Stelle. Also ich habe auch eine Gartenlaube, ich habe keine PV-Anlage auf dem Dach, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das schwierig wird. Schon alleine mit dem Kleingartenverein im Nacken. Aber anderes Thema. Jetzt hatten wir eine Frage zur Bildung. Vielleicht Simon, an dich. Du bist da noch gar nicht so weit entfernt vom Studium. Braucht ihr Informatiker bei euch im Betrieb? Und wer kann sowas von dem, was ihr also, ich habe Maschinenbau studiert. Und mache jetzt Software. Das bedeutet, dass klar, wenn man runter bis auf den Code geht, braucht man natürlich Fachkräfte, die das können. Was wir allerdings sehen oder was ich viel mache, ist mehr quasi Systems Engineering, Systemarchitekturen, Softwarearchitekturen. Genau. Fachkräftemangel, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht nur totale IT-Profis. Ich glaube, es geht gerade im Energiebereich auch darum, den Energiesektor, das Energiesystem zu verstehen, marktliche Energiemarktgegebenheiten zu verstehen, Marktsysteme zu verstehen. Und das Energiesystem ist auf ganz verschiedenen Ebenen sehr komplex. Das heißt, so für die Ausbildung, glaube ich, ist es wichtig, wenn man in den Energiebereich rein möchte, der ein sehr, sehr, ich finde, sehr dominanter und sehr großer Bereich auch in Zukunft sein wird, vor allen Dingen, weil er auch mit in die Mobilität mit reingeht, dass man bis zu einem gewissen Grad eine Querschnittskompetenz mitbringt. Also, genau, ich glaube, insbesondere diese Querschnittskompetenzen auf internationaler Ebene auch agieren zu können. Also Sprache ist ein sehr wichtiger Punkt bei uns. Die Amtssprache ist eigentlich quasi Englisch. Durchwegs in den Projekten, je größer sie werden, desto mehr Englisch. Schlägt sich auch dadurch nieder, dass Fachbegriffe einfach schlichtweg Englisch benutzt werden und es gar keinen deutschen, in der Umgangssprache fast keinen deutschen Begriff mehr dafür gibt. Aber auf der anderen Seite ist das Wissen um Regulatorik, die Fähigkeit, Gesetze zu verstehen, zu interpretieren, darauf zu reagieren und das eben auch in Geschäftsmodelle umzusetzen, auch eine extrem wichtige Kompetenz. Das heißt, ich glaube nicht, dass es allein an Informatikkenntnissen liegt, sondern eben Querschnitt. Man braucht von jeder
Disziplin, nenne ich das jetzt mal so, einen bunten Strauß. Und idealerweise ist es nicht Silo-Denken, sondern idealerweise spricht auch ein Geschäftsmodellplaner, kann auch mit einem Informatiker sprechen und man verständet sich auf einer gemeinsamen Ebene, auf einer gemeinsamen Sprache, weil beide quasi vernetzt miteinander arbeiten. Genau. Wenn das die Frage beantwortet. Ja, also interdisziplinär zusammenarbeiten. Genau. Fühlst du dich noch in der Lage, kurz und bündig, ja, die Frage nach dem Datenschutz anzusprechen? Datenschutz auf jeden Fall. Stichwort Datenschutz und Smart Meter Gateway. Das BSI zertifiziert gerade, ich glaube, 3 oder 4 Hersteller hinsichtlich Datenschutz. Das heißt, die Deutschen, in Deutschland leistet man sich so einen Sonderweg, vielleicht in Europa gesehen oder auch in der Welt, dadurch, dass wir sehr hohe Datenschutzstandards haben. Deswegen zertifiziert das BSI diese Gateways. Zum Thema EMS-Programmierung auf jeden Fall. Datenschutz spielt eine zunehmend große Rolle, vor allen Dingen, wenn es in die Richtung kritische Netzinfrastruktur geht. Also digitale Systeme für Verteilnetzbetreiber, Übertragungsnetzbetreiber, das ist ganz, ganz, ganz weit oben. Stichwort Blockchain. Ich muss zugeben, ich bin auch kein Experte in der Tiefe zum Thema Blockchain, aber du hast gesagt, Kryptoassets bzw. Überschussenergie. Ich glaube, dass das Überschussenergie... Ja, gute Frage. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also, ich finde das immer ein schwieriges Feld, weil das hört sich so an, als ob wir zu viel Energie hätten, die wir irgendwie verbrauchen müssen. Und dann machen wir mal Crypto-Mining. Aber das ist nicht das Problem, sozusagen, dass wir zu viel Energie haben, sondern wir haben sie nur zu Zeiten, zu denen wir sie nicht brauchen und müssen sie irgendwie, irgendwas müssen wir verschieben, sozusagen. Also deswegen, natürlich macht es Sinn, wenn man sowieso energieintensive Datenverarbeitungsverfahren irgendwelcher Art hat, die so zu schieben, dass man da möglichst energieertragsreiche Zeiten hat, also sozusagen da die Flexibilität zu nutzen quasi auch, aber es macht überhaupt keinen Sinn, extra Mining zu machen, weil wir verbrauchen viel zu viel Strom. Also so, ne, wir haben jetzt darüber geredet, viel, wie man das zusammenbringt, aber eigentlich einer unserer Hauptpunkte ist, dass wir einfach suffizienter und effizienter werden müssen. So. Deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig, wenn das kommt, weil ich glaube, das ist eben, so wie ich mit der Waschmaschine vorhin gesagt habe, das führt dann häufig dazu, dass dann die Leute auch sagen, ey, dann mache ich es jetzt extra so, ne? Und nicht ich verschiebe jetzt was. Und das können wir eigentlich nicht gebrauchen. So, ich merke, so langsam ist das, die Leute wollen gerne noch weiter diskutieren, dabei befinden wir uns auf der Zielgeraden und die weiteren Veranstaltungen warten. Deswegen versuche ich mal fair zu sein und zu sagen, wir müssen die Fragerunde an der Stelle schließen, aber wir sind ja noch nicht sofort weg, zumindest nicht alle. Eine Frage noch an Franziska und dann nochmal eine Abschlussfrage an alle. Wir haben die App jetzt nur angesprochen und ich habe versprochen, dass wir nochmal darauf zu sprechen kommen. Also, ihr habt irgendeine App, mit der macht ihr irgendwas. Das ist sozusagen Digitalisierungsmoment, das ihr heute nutzt. Kannst du nochmal 2 Sätze dazu sagen? Ja, ich versuche es ganz kurz zu halten. Genau, wir haben in ganz vielen Mieterstromprojekten eine App, die Naturstrom vor Ort App. Und in der können unsere MieterstromnutzerInnen tatsächlich sehen, wann die Solaranlage, die auf den Gebäuden, in denen sie wohnen, viel Strom erzeugt, was ihr eigener Stromverbrauch ist. Und haben auch es gibt eine Wetterdatenschnittstelle, eine API, sodass sie tatsächlich auch, wenn sie reingucken, sehen können, morgen wird das Wetter gut, dann wasche ich doch vielleicht lieber morgen. Aber Svante hat das eben schon angesprochen, tatsächlich merken wir, dass dieses wirklich die reine Visualisierung und das reine darauf aufmerksam machen, dass jetzt eine Aktion notwendig sein könnte, noch nicht so genutzt wird, noch nicht so ausreichend ist. Und da hoffe ich natürlich zukünftig auf ein sehr viel intelligenteres Netz und auf sehr viel fortgeschrittenere Technik, auch bei uns. Wir arbeiten daran, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Komfort anbieten können, sodass MieterInnen vielleicht den Automodus in ihrer App anstellen können und dann ihre Waschmaschine so einstellen, dass sie eben dann wäscht, wenn an dem Tag gerade die Strompreise niedrig sind oder der Solarstrom gerade produziert wird.
Genau. Also wer sich gefragt hat, wo da Digitalisierung bei diesen Konzepten eine Rolle spielt, wir sind noch nicht so gekommen, das anzusprechen, da jetzt sozusagen die Auflösung. Aber jetzt nochmal die abschließende Frage und ich fange mal bei Swantje an, aber die Frage geht an alle, weil ich weiß, Swantje muss direkt in den nächsten Vortrag, 12.10 Uhr geht schon weiter. Genau, wir haben ja ganz viele eigentlich Zukünfte skizziert. Also diese ganzen Konzepte finden pilothaft statt, aber so richtig Realität sind sie eigentlich noch nicht. Aus deiner Brille, du hast Projekte begleitet, du hast welche auch näher kennengelernt. Wie weit sind wir da eigentlich entfernt von, es ist wirklich alles umgesetzt, vernetzt auf großskaliger Ebene? Sprechen wir da von 3 Jahren, von 4 Jahren, von 20 Jahren? Kannst du das irgendwie einordnen und die gleiche Frage sozusagen auch an die anderen beiden? Ich finde es super schwer zu sagen, wie lange es dauert, weil Simon hat es auch schon ein bisschen gesagt, es hängt sehr stark im Moment vom politischen Willen ab und von den Rahmenbedingungen. Und es gibt da immer noch, auch in der jetzigen Koalition hat man das Gefühl, es gibt da große Hemmnisse, alles zu erlauben. Und man hört es auch an den Fragen hier sozusagen. Es gibt irgendwie große Angst davor, dass der Solarboom wiederkommt und es ganz viel kostet. Wobei man jetzt ja denken könnte, andere Sachen kosten wahnsinnig viel mehr. Also weg mit der Angst. Und lasst einfach mal die Leute machen und sagen, okay, hier ist eine Gemeinschaft, da könnt ihr rein mit eurer PV-Anlage, packt die aufs Dach, packt die auf eure Laube, packt die sonst wohin, macht die an den Balkon ran, so. Wir brauchen das halt unbedingt und dann gibt es Gemeinschaften, die sich darum kümmern, weil das kann der Einzelne nicht, die das vernetzen und die sich darum kümmern, dass das dann ausgeglichen wird, weil da ist die Technik schon da und deswegen finde ich es so schwer, das immer zu sagen, weil das auch viel ist bei den Expertinnen, die man jetzt so auf Podien hört, die sagen dann immer so, ja, aber das sagen wir jetzt schon seit 5 Jahren. So, wir sagen das immer wieder und immer wieder und es gibt halt so große Bedenken irgendwie. Natürlich auf der einen Seite Sicherheitsbedenken, das muss man natürlich, Stromnetz ist eine wahnsinnig kritische Infrastruktur, damit soll man jetzt nicht fahrlässig umgehen, aber da gibt es irgendwie viel zu viele Hürden und die sind selbstgemacht. Das sind keine technischen Hürden und deswegen kann ich dir keine Zahl sagen. Na gut, dann Richtung Franziska. Wir haben über 40 Millionen Haushalte irgendwie in Deutschland. Wie schnell erreichen wir die mit Mieterstrom und Genossenschaftsmodellen? Wenn wir die Digitalisierung einsetzen. Wie schnell? Also ich würd sagen, wahrscheinlich erreichen wir auch eher nur so die Hälfte wir erreichen sehr viel mehr, wir können nur die Hälfte des Stroms damit abdecken, weil auch nur Solaranlage ja nur tagsüber scheint. Ich hoffe ganz stark darauf, dass ich das in den nächsten 10 Jahren noch erleben darf. Ich glaube, sonst geht mir irgendwann auch die Motivation und Puste aus. Ja, okay. Simon. Gleiche Frage, aber vielleicht nochmal, genau, 40 Millionen Haushalte und fast genauso viele PKWs gibt es auch, wenn die alle Elektromobile dann irgendwann sind. Vielleicht werden es auch mal weniger. Suffizienz spielt ja auch in dem Ganzen irgendwie noch ein Thema. Kriegen wir die alle erreicht mit virtuellen Kraftwerken und smarten Laden? Ja, also ich hoffe, dass auch weniger Fahrzeuge tendenziell auf den Straßen stehen. Und die es gibt, die sollten bitte fahren und nicht stehen. So, vielleicht nehme ich mal die Stadt Berlin als Beispiel, denn die Stadt Berlin stellt gerade ihr Netzleitsystem, also das Stromnetz Berlin, stellt gerade ihr Netzleitsystem um auf ein sehr innovatives, digitales Netzleitsystem, ADMS nennt sich das Ding, kommt von Schneider Electric. Das heißt, wir arbeiten nicht nur InnoGrid über die Forschungsprojekte, auch Schneider Electric in Berlin global sehr eng mit dem Stromnetz zusammen. Und wir sehen, dass Stromnetz Berlin doch sehr innovativ denkt und sehr fortschrittlich denkt. Das heißt, genau diese Fragen, PV-Anlagen auf den Dächern, auf den Mietshäusern in Berlin, viele E-Fahrzeuge, viele andere Dinge, die in der Niederspannung passieren, mit denen muss man umgehen. Und wir sehen schon, dass die Netzbetreiber, jetzt nicht nur das Stromnetz, aber Berlin, auch Hamburg, im Saarland, auch Düsseldorf, also die großen deutschen Städte, schon sehr stark in diese Richtung auch denken und drängen und im Prinzip Lösungen nachfragen. Also ich glaube schon, dass schlichtweg aus der Notwendigkeit heraus, wir irgendwann vielleicht diesen Winter, jemand hat mal letztens gesagt, er wünscht sich einen Light Blackout, dass die Lichter mal ausgehen, aber nicht so schlimm, dass die Leute checken, okay Freunde, wir haben jetzt nicht mehr 20 Jahre Zeit und jetzt mit der Scheiße da in der Ukraine
Umso mehr. Umso mehr. Und wie gesagt, nochmal, die Technologie ist im Prinzip da und durch so ein Blackout, Light, wenn man es mal so nennen, will ich jetzt nicht an die Wand malen, aber ne, glaube ich, kriegt man schon dann irgendwann mal vielleicht so einen Sprung hin, wo sich das Ganze beschleunigt. Also ich denke schon, dass wir jetzt nicht mehr, dass das nicht utopisch weit weg ist, sondern dass das schon relativ, ich will jetzt auch keine Zahlen nennen, aber dass die Möglichkeit besteht, dass sich in der Zukunft, in der nahen Zukunft absehbar beschleunigen wird. Okay, also ich höre so raus, bis 2030 müssen wir nicht unbedingt warten, bis wir schon mal ein paar mehr Strukturen gesehen haben in die Richtung. Okay, leichtes Nicken, das reicht mir, vielen Dank. Damit sind wir am Ende der Veranstaltung angelangt. Das tut mir leid für alle Fragen, die nicht gestellt werden konnten. Ich fand es aber trotzdem sehr spannend. Ich will noch zwei Worte zum Schluss sagen, nämlich einige Projekte von uns, vom IWW, haben wir hier angesprochen. Hier sind noch ein paar andere, bei denen Sie sich gerne informieren können. Die Studien sind unter anderem auf der Homepage zu finden. Von dem einen Projekt haben wir heute gesprochen, Klimaschutzpotenziale der Digitalisierung im Energiebereich. Da sind die Ergebnisse draus. Auch das darauffolgende geht so ein bisschen auf die Frage ein, was bringen mehr Daten? Und wie steht das in einem ökologischen Verhältnis? Und die anderen, die sich alle mehr mit dem Thema Governance, soziale Innovation im Energiesystem und Energiegenossenschaften beschäftigen. Und als allerletzte Folie, falls Sie dem Thema noch mehr Aufmerksamkeit auf der Witz- und Bäume-Konferenz widmen wollen, ich weiß, das Programm ist ganz breit und groß, es gibt noch ein paar, die ich jetzt mal so rosinenartig rausgepickt habe, mit Freundinnen und Freunden und auch eigenen Kolleginnen und Kollegen, die sich dem Thema Smart Living, vernetzte Mobilität und auch auf dem Panel nochmal Digitalisierung und Klimaschutz auseinandersetzen. Nehmen Sie es wahr, aber nehmen Sie natürlich auch das ganze andere Programm wahr, die Entscheidung bei Ihnen. Vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Dasein und damit sind wir am Ende der Veranstaltung. Vielen Dank auch an Simon Bauer und an Franziska Straten fürs Dasein. Applaus